Zu meiner Linken sitzt der Maiki, das ist sein Pseudo und Nickname im Forum der Piratenpartei Wien. Und auch er ist aus der Piratenpartei ausgetreten, war enttäuscht über die Entwicklungen dort. Und vielleicht kann er uns die Beweggründe selber genauer schildern. Ja, also im Endeffekt denke ich mal, dass irgendwann die Erkenntnis kam, insbesondere wenn man Urlaub hat, kann man ja mal ein bisschen nachdenken, dass die Struktur bei den Piraten aus meiner Sicht zwar gut gemeint ist, aber tatsächlich schlecht gemacht ist. Weil im Endeffekt kann man so sagen, wenn ein Mitglied dort Lokalverbote sammelt, teilweise auch für die gesamte Wiener Landesorganisation und dann dementsprechend rausgeschmissen werden und da keine Konsequenzen dabei rauskommen, wenn dann sogar schon überlegt wird, müssen wir jeden aufnehmen, müssen wir jeden da behalten, egal was der anstellt, auch im Namen der Piraten. Das war so der Anfangspunkt, wo ich überlegt habe, welche Struktur sollte das Ganze haben. Und ich bin der Meinung, also der festen Überzeugung, dass Menschen nur zusammenleben können, wenn ganz klar wird, da ist die Grenze, da kann es nicht drüber weggehen. Sie kann sehr weit gefasst sein, das ist das Wichtigste, aber sie sollte nicht einfach weggewischt werden. Jeder kann machen, was er will. Dann hat man irgendwann mal Schlägereien auf irgendwelchen Landesversammlungen. Kannst du uns kurz schildern, welche Funktionen du in der Piratenpartei hattest? Denn ich glaube, du hattest da auch irgendwelche Ämter oder Aufgaben. Also ich war ursprünglich Bundesvorstand, das war mit dem alten Bundesvorstand noch in der Form, das war Ende 2011. Hab die dann aber nach einem Monat zurückgelegt, weil mir bewusst wurde, dass die grundsätzlichen Regelungen eigentlich dazu geführt haben, dass alles, was der Bundesvorstand damals gemacht hat, immer angefeindet wurde. Das heißt, egal was man tat, es war falsch. So gesehen war das ein Problem. Des Weiteren war auch die grundsätzliche Einbindung von den Mitgliedern eigentlich darauf beschränkt, dass einige Leute, die laut waren, da was gesagt haben, eine grundsätzliche Umfrage oder eine grundsätzliche Basisdemokratie hat aus meiner Sicht nicht bestanden. Weil ein normales Mitglied kann zwar einen Antrag stellen und dies und das und jenes, aber im Endeffekt war das so, dass eigentlich immer dieselben Leute dort dann gearbeitet haben. Und zwar in dem Sinne, dass sie eigentlich den Bundesvorstand und auch die Bundesgeschäftsführung damals sehr stark angegriffen haben, meine ich nur. Wie beurteilst du diese Vorgänge um diese Umfrage, die von ITC gestartet wurde und die manipuliert wurde, auch von Mitgliedern der Piraten? Naja, ich würde sagen, manipulieren kann man das in dem Sinne aus meiner Sicht schon nennen. Es ist Folgendes vor allem passiert. Ich sehe das zwar als technisch schon bedenklich, wie sie angelegt wurde. Es hätte mit Tokens und besserer Identifizierung passieren müssen. Einen technischen Fehler insofern so auszuführen und das dann als Hackerethik verkaufen zu wollen, ist aber ein Problem. Weil normalerweise ist es so, man kennt das zum Beispiel von Linux-Grafiktreibern und sowas, als wenn ein Fehler auftritt, dann meldet man sich bei dem Hersteller, sagt, da ist der Fehler aufgetreten, das sind die Unterlagen darüber, wie ich das nachvollziehbar machen kann. Und jetzt hast du mal eine Weile Zeit, das zu reparieren. Und wenn, in diesem Fall wäre er dann Ansprechpartner gewesen. Stattdessen sind dann aber 180 Negativstimmen reingeschossen worden. Und das ist der zweite Fehler an der ganzen Geschichte mit der Hackerethik. Es wäre sinnvoll gewesen, ohne die Prozentzahlen, die prozentuelle Aufteilung zu verändern, Ja, Nein und Enthaltung in gleichem Maße immer mehr reinzuballern. Man hätte gemerkt, das wäre schiefgelaufen. Da sind fünfmal so viele, wie wir Mitglieder haben. Es hätte aber die prozentuelle Gewichtung nicht verändert. Das hier ist aus meiner Sicht eine Manipulation gewesen, die eigentlich gegen ihn gerichtet war und nicht gegen die Methodik. Die Piraten, die wir interviewt haben, im Dani, beim Stammtisch, haben ja eigentlich fast alle gesagt, ja, das war nicht in Ordnung, dass sie sich nicht sofort gemeldet haben. Meine Frage, das zeigt ja eine gewisse Einsicht. Meine Frage ist, welche Dinge müssten sich denn ändern bei den Piraten, damit du dir eine erneute Mitarbeit vorstellen könntest? Jetzt kommt es natürlich beruflich dazu. Ich bin Systemanalytiker und sehe eigentlich im Prinzip Systeme, so wie sie funktionieren, beobachte, wo sind da Fehler drin, was kann man reparieren und welche Probleme sind auch nicht lösbar. Es gibt ja auch durchaus nicht lösbare Probleme. Ganz direkt gesagt, um wieder bei den Piraten einzusteigen, wäre ein viel besseres Konstrukt notwendig, ein viel besserer Aufbau des Ganzen und vor allem ein sehr viel respektvollerer Umgang miteinander, weil ehrlich gesagt, den vermisse ich sehr stark, wenn Leute, die eine sachliche Frage stellen, gleich regelrecht an die Wand gestellt werden verbal. Und ich fürchte, das wird sich nicht ändern. Das heißt, ein Wiedereintritt, nein, das wäre nicht möglich. Also du bemängelst den Stil und die Umgangsformen oder wie man miteinander eben umgeht. Das ist anscheinend auch ein Problem aus deiner Sicht. Ja, auch an dich die Frage, der Herr Stronach hat ja eine Parteigründung in Aussicht gestellt. Wie beurteilst du diese Strömung?
Der Stronach setzt da sehr viel Geld ein, holt sich tatsächlich die dritte Wahl, sage ich mal, von den Restpolitikern, die gerade bespringen wollen. Ich glaube, er hat schon den ersten Kardinalfehler gestellt, nämlich eine neue Partei, die noch keine eigenen Nationalratsabgeordneten hat, dass die sich dieser 2600er Hürde stellen sollte. Damit hätte er dann schon mal erstmal Informationen, dann wüsste er, wie er ankommt. Ich würde ihm zutrauen, dass er die schaffen würde, weil er hat das Personal, er kauft es sich einfach, das ist der Punkt. Hätte er das aber von vornherein so gemacht, dann hätte er gezeigt, dass es eher im demokratischen Sinne das Ganze, sich drei Nationalratsmandate zu kaufen oder, wie er ja sagt, er kauft sie nicht, sondern sie zu überzeugen, dass sie zu ihm kommen sollen, das halte ich für den falschen Weg. Ich würde das aber genauso kritisch sehen, wenn das die Neugründung machen würde oder auch wenn die Piraten das machen würde, indem sie Überläufermandate verwenden, die dann dementsprechend diese Grenze aufheben. Ich halte das für ein ganz wichtiges Ding, weil da hat man schon eine Menge Zuspruch drüber. Dankeschön. Auch an dich die Frage, was sind deine Pläne für die Zukunft, privat und vor allem politischer Natur? Also privat, ich werde demnächst heiraten, das ist durchaus ein privates Ding. Ja, also alles Gute, schon mal im Voraus. Dankeschön. Also es ist erst im Februar. Politisch ist es so, dass ich der Meinung bin, dass man aus der Piratenzeit lernen muss. Das war eine Lehrzeit für mich, das war die erste politische Partei, bei der ich irgendwie aktiv mitgeführt habe. Meine Familie stammt aus einer alten SPD-Wählerfamilie, auch da wurde irgendwann hinterfragt, dank Schröder, sag ich mal. Politisch ist es so, dass dieser Wille, etwas zu verändern, immer noch da ist. Das heißt, dass wirklich da der Gedanke ist, so wie es jetzt ist, sollte es nicht bleiben, wo wir unglaublich Geld wohin schießen und selber nicht mal klarkommen damit. Aber es braucht aus meiner Sicht ein anderes Rüstzeug, als es ein Stronach oder auch die Piraten oder auch die existierenden anderen Parteien haben. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass die heutige Technik da viel helfen kann, aber niemals über der Ethik stehen darf. Das bezieht sich jetzt auch bei den Piraten auf Liquid Feedback. Das aus meiner Sicht, man möge mir das verzeihen, wenn ich es so nenne, aber bei vielen als heiliger Gral gehandelt wird, das ist unser Merkmal, das ist unser Dingens. Die FDP in Deutschland hat was Ähnliches gebaut, das sogar stellenweise viel besser aufgebaut ist, weil da Geld hintersteckt in der Entwicklung. 400.000 Euro hat das gekostet und haben das überholt aus meiner Sicht. Ich habe es mir angeschaut, also es ist deutlich besser. Und im Endeffekt ist der Knackpunkt, ich wünsche den Piraten da alles Gute, aber wir haben uns auseinandergelebt wie eine zu lange Ehe, sage ich mal. Und in dem Fall kann man nur sagen, ich sehe das so, dass da viele Dinge mit übergenommen werden, die man als gut und als wertvoll und als sinnvoll und als wichtig gesehen hat. Aber zum Beispiel die Struktur nicht, die Querelen nicht, die Prügelei nicht, die Lagerbildung nicht und dieses Ideologisieren nicht vor allem. Ne? Ja, vielen Dank. Auch du hast noch die Möglichkeit, einen Schlusssatz zu sagen, der dir am Herzen liegt. Ja, was mir wichtig wäre, ist den Piraten zu sagen, dass wir also höchstens auf einer politischen Ebene als Konkurrenz da sind, aber eben nicht auf einer sachlichen oder auf einer persönlichen. Ich habe da relativ viele E-Mails bekommen, die da, warum kommst du überhaupt noch so ungefähr sind. Das widerspricht eigentlich vollständig dem, was als Piratentum so gesehen wurde aus meiner Sicht. Das ging hin bis, kommst ins Dani, Chris Prügel so ungefähr. Das ist nicht schön. Da kann ich eigentlich diesem anonymen Absender, dessen amerikanischen Anonymizer verwendet hat, nur sagen, komm her, sag, was du willst, wir können uns darüber unterhalten. Hoffe, das kommt an. Vielen Dank auch dir, Mikey. Und vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, dass wir in trauter Runde Piraten und eure neue Strömung über ein Thema, Sachthema dann, diskutieren. Würde uns freuen. Wir bedanken uns.